Und ich würde gerne gucken. Ich glaube, ich baue hier bei den Steinen das Lager auf. Zum einen sind da keine Bienen. Zum anderen ist das Wurmloch in der Nähe. Und ich denke mal, die können erstmal weg. Okay, keine gute Idee. Ich wollte eigentlich nur ein, zwei Bienen umbringen, damit es hier ein bisschen sicherer ist. Aber das haben die sich irgendwie anders gedacht. Aber die müssten ja eigentlich gleich einschlafen. Oder von alleine aufhören. Sehr gut. Oh. Das ist hier schon zu Ende. Das ist nicht so gut. Damit ist mein Plan eigentlich für die Katz. Aber hier ist richtig viel Stein. Da können wir nächtelang durchkloppen. Spur. Jetzt gibt mir doch nur ein Jack. Okay, ich glaube, wir brauchen zwei, aber. Nee. Gib mir halt zwei Jacks. Wir können definitiv Steinmauern bauen. Aber gut, wir kommen schon wieder viel zu weit weg. Wir laufen jetzt ganz schnell Richtung Bienen zurück. Aber mit einem gewissen Abstand zu den Bienen. Bauen dann unser Lagerfeuer auf, unsere Forschungsmaschine. Und fangen an, Steine zu kloppen. Und dann bauen wir richtige Steinwände. Jo, das klingt nach dem Plan. So, weiter müssen wir noch. Wir müssen noch weiter, 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 weiter. Nicht bei den Spinnen. Oh, hier sind noch mehr. Die müssen wir möglichst schnell umbringen. Also am besten morgen schon, sobald wir ein Speer gebaut haben. So, stirb. Oh. Axt ist kaputt, super. Jetzt kommt die Biene noch hinterher. So, bau da ein Lager schnell. Ganz schnell. So, dann baust du bitte noch eine Axt. Dann haust du die doofen Bienen tot. Dann haust du die doofen Bienen tot. Dann haust du die doofen Bienen tot. Lebenspunkte. Komm schon, es ist Nacht. Ihr müsst schlafen. Schlaf. Bienenlein, schlaf. Das Lagerfeuer geht auch gleich wieder aus. So. Die wachen wieder auf. Ich will doch nur eine ruhige Nacht haben, wo ich meine Forschungsmaschine aufbauen kann. So, leg dich auch schlafen. Leg dich auch schlafen. Ich will nicht die anderen Bienen wieder wecken. Dann müssen wir hier unten bleiben. So. Ruhe. Sehr gut. Essen. Noch mehr Essen. Noch mehr Essen. Noch mehr Essen. So. Lebenspunkte sind wieder okay. Forschungsmaschine. Ganz schnell. Unser Holz liegt bei den Bienen. Lebenspunkte sehen okay aus. Wir hauen jetzt diese doofe Biene um. So. Wir hauen diese doofe Biene auch noch um. Und dich auch noch. So. Ja. Das meinte ich mit, es ist keine so gute Idee, in der Nähe der Bienen das aufzubauen. Aber hier müssten wir jetzt eigentlich recht weit entfernt sein. Die Bienen waren ja nur alle hier in der Nähe, weil wir sie einmal runtergezogen haben. Aufs Versehen. Also gut, durchatmen. Forschungsmaschine bauen. Irgendwo, wo Platz wäre, wäre schön. Da. So. Jetzt hätten wir gerne geschliffene Steine. Wir hätten gerne noch mehr geschliffene Steine. Wir hätten gerne Steinmauern. Birdcage, Steinmauer. Brauchen wir ein Alchemie-Engine für, das ist nicht gut. Okay, als nächstes hätten wir noch gerne eine Schaufel. Wir hätten gerne erstmal ein bisschen mehr Platz. So. Wir haben nur noch 6 Holz. Wir brauchen auf jeden Fall eine Pitchfork.
So, und damit nehmen wir jetzt den ganzen Boden hier auseinander. Das können wir in den nächsten Nächten erstmal verbrennen. Was noch? Genau, die Rüstung und den Speer brauchen wir. Damit wir uns mit den Spinnen und Bienen anlegen können. So. Kommt alles mit. Wird alles heute Abend verbrannt. Den Honig essen wir gleich, weil ihr lebt. Der Honig bringt keine Lebenspunkte mehr. Oder kaum noch. Das ist nicht so toll. So. Rüstung und Speer. Wir hätten gerne Speer. Braucht ein Seil. Wir hätten gerne ein Seil. Wir hätten gerne ein Speer. Dann hätten wir noch gerne Rüstung. Da brauchen wir noch zwei Holz. Also zwei Seile. Das kann da auf dem Boden. Das kann da auf dem Boden. Die ganzen Flintstones können auf dem Boden. Die Steine auch. Gold sowieso. Das auch. So, wir brauchen Holz. Dafür brauchen wir die Axt. Und wir haben hier ein paar Bäume. Die sind aber nicht wirklich groß. Also brauchen definitiv demnächst eine Baumfarm. Obwohl, hier sind einige. Ist okay. Trotzdem sollten wir die Tanzapfen erstmal nicht verfeuern, sondern für eine Kohle- oder Baumfarm benutzen. So. Mit. Du siehst auch noch gut aus. Zack, 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 zack. Wir haben es inzwischen Tag 4. Da sollten wir auch langsam an die Wölfe denken. Im Notfall können wir zu den Schweinen laufen. Da unten sind die Schweine. Ja, das wird diesmal nicht ganz so einfach. So, das Spinnenei, da muss auch gleich sterben. Aber unsere Lebenspunkte sehen nicht besonders gut aus. Also erstmal die Rüstung bauen. Schnell nach Hause. Hier. Wir müssen dann irgendwann auch hier eine Verbindungsstraße bauen. So, wir hätten gerne eine Rüstung. So. Dann hätten wir noch gerne eigentlich Kisten, aber nee. Du musst erstmal hier bleiben. Die können wir gleich mal anpflanzen. Doch, hier können wir auch welche bauen. Also wir können auf dem Stein nichts bauen, aber auf dem, was unter dem Stein ist, können wir was bauen. Das ist auch irgendwie komisch. Aber gut, wir bauen hier einfach nur eine Handvoll Bäume hin, damit wir nachts was zum Hacken haben. Auch wenn das vielleicht keine so gute Idee ist wie in den Ents, aber nee. So. Dich auch noch. So. Nächster Schritt. Wir brauchen mehr Lebenspunkte. Wir brauchen... Was brauchen wir noch für den Engine? Mehr Holz. Geschliffene Steine haben wir 2. Können wir noch mehr machen? Wir brauchen insgesamt 4. So, geschliffene Steine haben wir schon mal. 6 Gold haben wir auch auf jeden Fall. So. Also es fehlen nur noch 4 Bretter. Das sind 16 Holz. Ja, ein bisschen was kriegen wir heute noch hin. Axt haben wir in der Hand. Den Baum hier und den oben beim Wurmloch kriegen wir noch hin. Die Gräser sacken wir dann auch noch ein. Und heute Nacht können wir da ganz viele Steine hauen. Nicht, dass wir die unbedingt brauchen, also jetzt, aber ich denke mal mittelfristig brauchen wir die auf jeden Fall. Noch ein guter Vorteil von dieser Basis ist, wir sind direkt am Wasser. Das heißt, wir können die Mauer einfach hier am Wasser langziehen. Moment mal. Wir sind sogar... Ja, wir sind von 3 Seiten mit Wasser umgeben. Das heißt, wir ziehen einfach eine lange Mauer von hier, hier hoch, bis da oben hin. Sehr schön. Dich wollten wir verbrennen. 1, 2, 3, 4. Rest dahin. So. Solange wir noch einigermaßen Licht haben, buddeln wir den restlichen Boden hier weg. Wo bist du gelandet? Da bist du gelandet. Buddeln wir den restlichen Boden hier weg. So.
So. Und im Notfall können wir ja einfach die Yaks irgendwie hierher treiben. Das soll ja mit dem Büffelhelm oder dem Büffelhorn oder irgendwas anderem Büffelartigen gehen. Das wäre denn schon schick. Weil das mit den drei Seiten Wasser gefällt mir tierisch. Da müssen wir nicht so eine wüste Fortkonstruktion bauen mit vier Mauern an jeder Seite. Also vier Mauern insgesamt. Das braucht viel zu viele Ressourcen. Gerade wenn wir es aus Stein bauen wollen. So, gleich wird es ganz dunkel. Das heißt, euch sacken wir nochmal schnell ein. Och, das geht ja. Hier können wir noch ein bisschen arbeiten. Du noch weg. So. Also wir haben die Rüstung, wir haben den Speer. Das heißt, morgen sollten wir anfangen, die beiden Spinneneier zu zerlegen. Sonst werden die ja halt zu schnell zu groß. Dann kommt die Spinnenkönigin, legt wieder neue Eier und so weiter und so weiter. Das sollten wir möglichst schnell unterbinden. Kochen. 1, 2, 3, 4, 5. Werden wir auch gleich verputzen. Sehr gut. Essen ist voll. Lebenspunkte sind bei 68. Also das könnten wir uns sogar einigermaßen leisten, uns mit den Spinnen anzulegen. So, Spitzhacke, Spitz. Ist sie kaputt gegangen? Oh, anscheinend. Flintstone. Warum kann ich keine... Das war komisch. Na gut. Ting, 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 ting. Du kommst mit. So. Ich kann von hier aus schon das Spinnentrippeln hören. Ich hätte schwören können, die sind ein bisschen weiter weg. Ne, sind sie gar nicht. Oh, und die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spinneneier. Ja, müssen wir uns definitiv möglichst schnell drum kümmern. Sonst wird das nichts. So. Was lassen wir hier? Wir lassen hier... das Zeug. Wir lassen hier das da. Das Zeug. Und die 36 Flintstones. Und die Steine. So, Speer in die Hand. Du wirst gegessen. Du kommst noch mit. Gold bleibt auch hier. So. Und jetzt werden Spinnen gejagt. Fangen wir einfach das mit dem Nest an, das am nächsten an uns dran ist. Das müsste hier gleich kommen. Genau, du. So. So weit, so gut. Nächster Trupp. Oh, habt ihr das gesehen? Da war gerade so das erste Wahnsinns-Dingens. Das ist jetzt kein gutes Zeichen. Wir sind bei 73, das ist auch nicht gut. Kam es jetzt, weil wir die Spinnen gesehen haben, weil wir gekämpft haben oder weil wir auf dem Spinnenzeug drauf waren? Mach mal so. Und wir hebeln mal das ganze Spinnenzeug da weg, nur für den Fall. Da ist schon wieder eins.